Willkommen zurück, Kontrast Folge 3. Wir sind auf dem Weg nach ein paar weiteren Leuchtkugeln. Hier ist übrigens das Hotel, wovon Johnny geredet hat, dass er hier ein Zimmer hat, dieses 529, war es 529, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte es vergessen. Und hier haben wir wieder ein Mikrofon und da oben eine Leuchtkugel. Aha. Schauen wir mal. Nein, falsch. So, ich glaube, wir müssen da irgendwie über auf die Füße. Ja, sehr schön. Nein, das war falsch. Wunderbar. So, 7 von 10 Leuchtkugeln haben wir. Haben wir dieses Schattenerlebnis auch hinter uns gebracht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Bereich hier nochmal kommen werden. Also, dass es nicht das letzte Mal war. Aber damit haben wir schon mal wenigstens den Orb, die Leuchtkugel, schon mal bekommen. So, dann schauen wir mal. 1, 2 und 3. So, Kabarett. Ah, jetzt hilft uns Didi. Oh, das ist. Falsch. Wir werden sterben. Ja. Oh, sind die Sterne schön. Die Trophäe war so cool. So, okay, ich hab's ganz vergessen. Wir müssen ja da springen und dann sofort. Ja, zwei, da steht's sogar noch und ich. Meine Güte, was war das denn? Gibt's doch gar nicht. Ich bin auch richtig gesprungen, ne? Probieren wir es nochmal aus. Kleinen Moment. So, jetzt aber. Und da haben wir es auch schon. Wunderbar. Aber wie kommt Didi jetzt hier rüber? Weil Didi kann ja nicht durch die Schatten gehen. Das ist jetzt eine gute Frage. Schauen wir mal. It's too far. Can you help me, please? Tja, hilft Didi über den Abgrund, ja. Also scheint Didi auch hier. So, neue Fähigkeit zum Zerbrechen von schweren Hindernissen, ja. Also ist Didi auch quasi in dieser anderen Welt gefangen, aber wie und warum? So, dann werden wir mal Didi helfen. Das war aber knapp. Okay. Tja, damit ist Didi drüben. Nein! Was ein Fehler. So, Didi ist da. Wunderbar. So, schauen wir uns hier ein wenig um. Denn hier haben wir wieder interagieren. Okay, wir haben hier wieder ein Schattenspiel. Da oben ist eine Leuchtkugel, ein weiterer Orb. Und ich glaube, wir müssen über die. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ah, okay. Okay. Wir müssen als erstes ihn hier, weil das ist ein bisschen auf Zeit, das Spielchen. Dann ihn hier. Und dann dürfte es eigentlich passen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, cool. Hat geklappt. Wir haben die Leuchtkugel 8 von 10. Wunderbar. Ich glaube, wir clearen das Ganze, weil wir brauchen die ganzen Leuchtkugeln, ja. Sehr schön. Was haben wir hier? Menü? Okay, ich kann es nicht lesen. Naja. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Und schauen mal, was uns dann. Ich glaube, da geht es nicht weiter, ne? Nein. Mein Gott, ist das tief. So. Da ist das Kino. Ist hier noch was irgendwie? Nein, hier drüben ist nichts mehr. So, dann schauen wir mal, was hier vorne ist. Interagieren. So, ein Sammelobjekt. So, wegen eines Betreiberwechsels haben wir momentan geschlossen. Das soll uns aber nicht daran hindern, dass wir da reingehen. Ja, super. Ich habe dir doch gesagt, dass ich Sachen reparieren kann.
Wie geil ist sie denn drauf? Cool. Aha. Maybe you could find another way in. Ich denke, du kannst alles reparieren. Naja. Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Wir müssen auf jeden Fall wieder auf diese Balkone da oben. Und wir können die Figuren ein wenig bewegen. Ich glaube, so, schauen wir mal. Ich glaube, das reicht schon, ne? Kann das sein? Reicht das nicht schon? Huch. R2 in den Schatten wechseln. Nee, das reicht, glaube ich, noch nicht. Okay. Vielleicht so. Gucken wir mal. Kommen wir da schon rauf? Nee, ich glaube nicht. Aber wir können ja die andere Seite benutzen. Die andere Seite ist etwas tiefer, wenn ich das richtig sehe. Aber ob wir dann da raufkommen, ist die Frage. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ah, na, ganz, ganz langsam. Dorn. So, sehr schön. Das hätten wir. So, hier haben wir wieder ein Sammelobjekt. Schauen wir uns das mal an. Entlassungsurkunde. Johnny A. Fenris. Fenris? Fenris? Ich glaube ja, Fenris. Vergehen. Scheckbetrug. Oh, okay. Unser lieber Johnny hat Scheckbetrug begangen und das ist nicht sehr schön. Das, sowas macht man natürlich nicht. Das kann mit ganz schön, ja, mit Gefängnisstrafen geahndet werden. So. Ich glaube, hier oben ist aber nichts mehr. Nee. Aber ich finde es toll, so dieses Szenario ist sehr, sehr schön gemacht. Also mal einen heiden Respekt an diesen Entwickler. Ah, okay. Hier kommen wir nur durch den Schatten durch. So. Ich weiß, dass das Spiel auch einige Bugs und Fehler hat. So, ich höre schon den Filmprojektor. Wir müssen ja immer noch die Filmrolle in den Filmprojektor jagen. Weil wir sind ja jetzt im Kino. Wow. Didi, what are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not Sehr supposed to be schön. out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, shh. But I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you. Didi, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Okay, jetzt kommen Hey, Investoren. Carmine, Silvio. He doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on? That's so. Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie. Show them the movie. Okay, wir müssen ganz schnell uns beeilen. Zeige den Film auf der Leinwand. Weil sonst wird er verprügelt. Der Spruch war gerade auch geil. Hallo? Hallo? Und zwar ich breche dir die Arme und dann schauen wir mal, wie du schwimmen kannst. So, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Hey, knock it off.
off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. We'll play canasta. Just the four of us, huh? Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihnen folgen, weil sie versuchen jetzt nach Kate zu gehen mit Johnny. Du hast mir den Finger gebrochen. Trophäe erhalten. Irgendwas, ich konnte es jetzt gar nicht lesen. Da stand irgendwas mit Akt, weil die Trophäe jetzt eingeblendet worden ist. Ich konnte es jetzt gar nicht lesen. Ihr wahrscheinlich, ja. Akt 1. Die Probleme von drei Kleinmenschen. So. Geh zum Excelsior Hotel. Und, ach, hier kommen wir dann raus. Wunderbar. Da haben wir ja schon den Orb gesammelt. Und wir müssen jetzt quasi wieder zurück zum Hotel. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Da ist es schon. Sehr schön. Hier haben wir ja alles gesammelt. Haben wir schon alles geklärt. Und deswegen gehen wir jetzt dort weiter. Gucken mal, was uns im Hotel erwartet. Ich hoffe, keine dramatischen Szenen. Aber bis jetzt ein sehr, 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 sehr tolles Spiel. Es gefällt mir richtig gut. Ja. Ich bin aber immer noch nicht an der Stelle gekommen, wo ich aufgehört hatte. Sie ist getting pretty loud in there. See? You meet a guy's wife. Now he's got a whole new reason to make good. How come you know so much? Because my ma used to smack me every time I didn't know. I should try that with my kids. I can't get in! The door is locked! I need your help! So, Didi hat jetzt einfach mal den Feueralarm gedrückt und... Ja, ich habe gerade gesagt, dass ich noch nicht begib dich zu der Silhouetten... Zu den Silhouetten im fünften Stock. Zu den Suiten im fünften Stock. Und zwar genau die Stelle ist genau jetzt, wo ich quasi nicht weiterkam. Wir schauen mal. Straßenfeger-Trophäe halten. Ui. Kamins Schuldnerliste. Johnny Fenris 20 Riesen. Okay. Johnny hat 20 Riesen Schulden. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier können wir was drücken. Was passiert dann? Gar nichts, oder? Da können wir nur klingeln. Hier können wir auch was tun. Ich glaube, wir werden den mal in den Fahrstuhl schieben und dann mal gucken, was passiert. Oh. Zum Hochziehen X an einem Vorsprung drücken. Ah ja. Sehr schön. Da haben wir wieder was dazugelernt. Und hier können wir einen Fahrstuhl rufen, oder? Ja, ah, so, okay. Geht denn da jetzt offen? Nein. Es wäre auch kein normales Spiel, wenn wir da einfach mit dem Fahrstuhl nach oben fahren könnten. So, wir werden uns ein wenig umsehen nach weiteren Leuchtkugeln. Vielleicht gibt es ja hier welche. Die Türen gehen aber nicht offen, ne? Nein. So. Da ist eine Leuchtkugel. Und wie wir dort drankommen, würde ich sagen... Tja, sehen wir in einer weiteren Folge und dann hoffe ich mal, dass wir endlich dieses Level schaffen, was ich nie geschafft habe. Und dann hier weiterkommen in Kontrast und ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also, bis demnächst. Tschüss.